Jetzt gerade gibt es einen gigantischen Hype, was Pokémon angeht. Ich denke, viele von euch werden das schon bemerkt haben. In allen möglichen Twitch-Streams kann man zusehen, wie Leute Pokémon-Packs öffnen. Ich selbst habe das auch schon gemacht und eben diese Pokémon-Karten und andere Pokémon-Merchandise-Artikel stehen auf der Wunschliste von vielen, vielen Menschen weltweit. Teilweise sind eben Pokémon-Artikel überall ausverkauft und zum Beispiel die Pokémon-Aktion in McDonald's, die Aktion, wo es Pokémon-Karten zum Happy Meal dazu gibt, sorgte dafür, dass Regulierung eingeführt werden mussten, damit nicht zu viele Leute kommen und diese Spielsachen kaufen. Doch auch wenn das jetzt gerade wie ein Phänomen dieser Zeit wirkt, gab es schon einmal einen Vorfall, wo Ähnliches passierte. Wo es eben Pokémon-Spielzeug gab, beziehungsweise einen gigantischen Pokémon-Hype, der durch das ganze Land, durch die ganze Welt schwappte und der auch dafür sorgte, dass mehrere Menschen ihr Leben verloren hatten. Ich rede über einen Vorfall aus dem Jahr 1999. Denn ihr müsst wissen, damals gab es eine gigantische Kooperation zwischen Pokémon und Burger King. Anders wie heute, wo jetzt McDonald's mit Pokémon zusammenarbeitet, hat damals Burger King eine Aktion gestartet, wo es riesige Mengen an Pokémon-Spielzeug gab. Es gab Kuscheltiere, es gab irgendwelche Spielzeuge, die man benutzen konnte, Dinge, die ähnlich waren wie Rennautos, es gab Kreisel, es gab alles, was man sich vorstellen konnte. Und damals, als eben diese ganze Hype losging, als Burger King anfing, eben diese Spielzeuge anzubieten, gab es weltweit ein gigantisches Interesse, dass man doch eben diese Spielzeuge haben wollte. Auch hier in Deutschland wurden sie verkauft und waren bei Burger King damals erhältlich gewesen. Ich weiß das, weil ich selber einige dieser Spielzeuge noch hier zu Hause habe. Die Sache ist nun folgende. Auch wenn damals ein riesiger Hype existierte, gab es natürlich auch die ganz normalen Leute, die sich das holten. Und zwar Familien mit kleinen Kindern. Denn diese Spielzeuge von Pokémon waren eben in Kindermenüs drinne und so haben auch viele Kinder damals eben ihr eigenes Menü gekriegt und damit auch ihr eigenes Pokémon-Spielzeug. Doch eben dieses Pokémon-Spielzeug, was sie damals bekommen hatten, sollte dafür sorgen, dass zwei Menschen ihr Leben verloren und ein Kind beinahe. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, wie kann es passieren, dass ein kleines Pokémon-Spielzeug einen Menschen tötet, beziehungsweise ein Kind tötet, und die einfache Antwort, die auf die wahrscheinlich jeder erstmal kommen würde, wäre, dass das Spielzeug recht klein war. Und das stimmte, manche dieser Spielzeuge waren wirklich winzig klein gewesen und Kinder hätten sie ohne Probleme verschlucken können und dann daran ersticken können. Doch dies war hier nicht der Fall gewesen. Es gibt keinen dokumentierten Fall, wo eben ein Kind gestorben ist, weil es aus Versehen die Spielzeuge bei Burger King runtergeschluckt hatte. Stattdessen hatten sie etwas getan, womit niemand vorher gerechnet hatte, womit vielleicht auch nicht wirklich jemand hätte rechnen können. Denn ihr müsst wissen, Teil dieser Aktion bei Burger King war es, dass die Pokémon-Spielzeuge in Pokébällen verpackt wurden. Jedes Pokémon-Spielzeug war in einem rot-weißen Plastik-Pokéball verpackt gewesen, den man ohne Probleme einfach auseinander machen konnte. Doch die Plastik-Pokébälle von damals sahen anders aus als die, die wir heute kennen. Denn heute gibt es hauptsächlich zwei Arten von Pokébällen. Es gibt einmal die, die man in zwei glatte Halbkreise trennen kann. In zwei Halbkreise, die meistens Löcher oben und unten haben. Und dann gibt es einmal die Pokébälle, die an einer Schnittstelle miteinander verbunden sind, so dass man sie öffnen kann, aber nicht auseinandernehmen. Damals konnte man eben diese beiden Hälften völlig ohne Probleme auseinandernehmen. Und die rote Kappe oben hatte eine Besonderheit. Denn der Punkt, der Knopf in der Mitte des Pokéballs, war an der unteren Hälfte befestigt. So gab es auf der oberen Pokéballhälfte eine kleine Aussparung. Ihr müsst es euch vorstellen, man hatte also diese halbe Kugel und eine kleine Delle in der Kugel. Und diese Delle und die Kugel war ein großes Problem gewesen. Denn es kam dazu, dass ein 18 Monate altes Kind diese rote Kappe genommen hatte und sie auf seinen Mund platzierte. Die Nase des Kindes passte perfekt in diese Aussparung und das Kind fing an, wie Kinder es nun mal tun im Kleinkindalter, an diesem Ding zu saugen. Und dabei sorgte es für einen Unterdruck.
Die Kappe, während das Kind an der Kappe saugte, zog sich an das Gesicht des Kindes und war für die schwachen Kinderhände nicht mehr zu lösen gewesen. Das Kind hatte sich also diese Kappe aufs Gesicht gesetzt und so stark angesaugt, dass es nicht mehr runterfallen konnte. Und so konnte das Kind keine Luft mehr kriegen. Weder die Nase noch der Mund lagen frei. Und ungeachtet, dass die Eltern es bemerkt hatten, starb dieses 18 Monate altes Kind, weil es sich selber auf eine extrem grausame und brutale Art und Weise zum Ersticken brachte. Diese Meldung machte damals die Runde und erste Nachrichtenagenturen fingen an, darüber zu reden, dass es ein tödliches Spielzeug vom Burger King gab. Und dieses Thema war eine Tragödie, doch hätte ab diesem Punkt bekämpft werden können. Doch Burger King wollte nicht einlenken. Es wurde sofort zu Burger King gegangen und es wurden Nachfragen gestellt. Man müsse doch einen Rückruf starten, dass all diese Spielzeuge zurückgebracht werden für einen kleinen Preis, damit es eben keine weiteren Todesfälle gibt, damit nicht noch mehr Kinder dies tun. Doch Burger King wollte keinen Rückruf starten. Burger King sagte, dass es erstens noch nicht bewiesen ist, dass wirklich dieser Pokéball die Todesursache war und zweitens wollten sie keinen Rückruf starten, weil die meisten Pokébälle doch wahrscheinlich eh schon weggeworfen wurden. Und dann kam es, wenige Wochen später, zum nächsten Vorfall. Denn dort kam es beinahe zu einem Tod. Ein 16 Monate altes Kind dieses Mal war dabei gewesen, sich selbst auf die gleiche Weise zu erdrosseln. Es hatte wieder die rote Kappe genommen und über den Mund gestülpt und dann eingeatmet. Glück für das Kind war jedoch, dass der Vater in der Nähe war und zusehen konnte, was das Kind getan hat. Der Vater konnte dabei zusehen, wie das Kind sich beinahe auf die gleiche brutale Weise umgebracht hätte und griff ein. Er ging zu seinem Kind und nahm diese Kappe vom Mund und musste auch dafür einige Kraft anwenden. Und ab diesem Moment lenkte Burger King ein. Als diese Nachricht die Runde machte, wusste Burger King, dass sie ein Problem haben und dass sie etwas dagegen tun müssten. Und sie boten auch einen Preis an. Sie starteten einen gigantischen Rückruf. All diese Kappen sollten zurückgebracht werden. All diese Plastik-Pokebälle sollten bitte wieder zurückkommen zu Burger King, damit man eben sie dort zerstören kann. Und als eine Belohnung kriegt man eben eine kleine Portion Pommes, damit man irgendetwas für die Mühen wieder zurückbekommt. Viele Leute haben die Kappen nicht zurückgebracht. Es gab einige Leute, die dies getan hatten, doch die allermeisten hatten die Kappen entweder behalten und sie verstaubten in den Kinderregalen auf irgendwelchen Kinderzimmern oder sie waren eben von den Eltern selbst schon mal entsorgt worden. Im Fernsehen gingen damals die Nachrichten rum, wo gewarnt wurde, dass man auf die Kinder achten muss, dass man aufpassen muss, dass nicht noch mehr Todesfälle passieren und es wurde auch eindeutig gezeigt, wie die Kinder sich umbringen und worauf man achten muss. Und dann, einen Monat, nachdem die Spielzeuge zurückgerufen wurden, einen Monat, nachdem das ganze Thema hätte vorbei sein sollen, erdrosselte sich ein 4 Monate altes Kind mit so einem Pokéballdeckel. Ein 4 Monate altes Kind hatte wieder die Kappe über dem Gesicht, über Mund und Nase gestülpt und eingeatmet. Und ein weiteres Kind hat sich damit das Leben genommen, weil die Eltern auch nicht aufgepasst hatten, was es tut. Damals war allerdings das ganze Thema schon vorbei gewesen. Die Pokéball-Aktion war längst beendet gewesen. Die Spielzeuge waren längst vom Markt bzw. nicht mehr bei Burger King erhältlich. Und wer weiß, ob noch weitere Kinder vielleicht in irgendeiner Art und Weise Schaden genommen hatten durch dieses Spielzeug. Doch ich fand dieses Thema ganz interessant, weil es geht hierbei um ein Pokémon-Spielzeug, was Menschen umgebracht hatte und um eine Firma, die weitere Todesfälle vielleicht hätte verhindern können, wenn sie schneller gehandelt hätten. Ich hoffe, dieses Thema vom tödlichen Pokémon-Spielzeug hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.